Zu dieser schönen Aufgabe habe ich schon ein paar Videos erstellt. Es geht hier um den Mittelwert und Effektivwert von periodischen Zeitfunktionen. Ich habe in einem Video mal gezeigt, wie man abschnittsweise Funktionsgleichungen für solche Funktionen hinschreibt, die man dann nutzen könnte, um analytisch darüber zu integrieren, um Mittelwert und Effektivwert auszurechnen. Ich habe mal gezeigt, wie man dann diese Funktionsgleichung in MATLAB und Octave übernimmt, um die einfach nochmal zur Probe zu plotten und dann dort numerisch, ohne dass man irgendwie integrieren müsste, den Mittelwert und Effektivwert auszurechnen. Und in einem dritten Video habe ich mal gezeigt, wie man solche Funktionen punktweise definiert in MATLAB, um dann zwischen den Punkten zu interpolieren, den vollständigen Funktionsverlauf zu rekonstruieren und dann ebenso numerisch den Mittelwert und Effektivwert auszurechnen. So, und ich verspreche, dass das das letzte Video, nein, ich verspreche nicht, aber das wird vermutlich das letzte Video zu dieser Aufgabe sein. Ich würde gern in MATLAB noch eine dritte Variante zeigen, wie man solche Funktionsverläufe mit eingebauten Funktionen in MATLAB oder Octave definieren kann. Dazu nehme ich wieder Octave in der neuesten Version und man kann auch MATLAB nehmen. Ich mache wieder alle Teilaufgaben in einem Video. Es gibt unten Kapitelmarken, mit denen man vorspulen kann, wenn man, wenn einen nur eine bestimmte Teilaufgabe interessiert. Und ich habe mir hier im Editor schon mal das Programm aus dem letzten Video geladen. Das startet mit einem Clear All, Close All, alle Variablen löschen am Anfang, mit einem freien Workspace starten, alle vorhandenen Abbildungen schließen. Dann wird beliebig aber fest eine Periodendauer festgelegt, hier mal auf 2 Sekunden, diese Spitzenspannung UDAC festgelegt auf 10 Volt, beliebig aber fest. Und ganz viele Zeitpunkte zum Plotten als linear gestufter Vektor zwischen 0 und 2 Periodendauern mit 1001 Werten. So, und dann gab es hier die Aufgabenteile A bis G und hier unten, die kommentiere ich mal alle aus. Das geht in Octave mit Steuerung R auf der Tastatur, macht so einen Blockkommentar und es soll mal mit Aufgabenteil A losgehen. Das war hier diese punktweise Definition für die Interpolation, die brauchen wir jetzt nicht mehr, die Interpolation lösche ich auch weg. Sondern es soll jetzt gleich eine Gleichung wieder hingeschrieben werden oder eine Funktion, wie man diesen Verlauf hier bestimmen und definieren kann. Der ist natürlich ganz einfach, das ist einfach nur dieser Wert U-Spitze. Aber das wäre halt nur eine Zahl, nur ein Skalar. Wir brauchen jetzt aber ganz viele Zahlen ganz oft diesen Wert und zwar so oft, wie es Zeitpunkte t in diesem Vektor, in diesem Datenfeld t gibt. Also multiplizieren wir diesen Wert U-Spitze, die 10 Volt, einfach mit ganz vielen Einsen. Einsen bekommt man mit Ones und zwar genauso viel, so groß wie dieser Vektor t ist. Die Größe von diesem Vektor t, die bekommt man mit Size. Und ja, das erzeugt so viele Einsen, wie hier drin stehen. Einsen mit U-Spitze multipliziert ergibt halt so viele Zehnen. So groß wie halt U-Spitze ist. Dann wird das geplottet und Mittelwert und Effektivwert bestimmt. Ich führe das mal aus. Und dann kommt heraus 10 Volt, so wie hier 10 Volt über zwei Perioden. Und der Mittelwert und Effektivwert davon ist natürlich 10. So, das war Aufgabenteil A. Es geht weiter mit Aufgabenteil B. Den muss ich jetzt auskommentieren. Das geht mit Steuerung Umschalt R auf der Tastatur. Diese punktweise Definition kann wieder weg. Das hier kann auch weg. Und um jetzt solche pulsförmigen, rechteckförmigen, quadratisch will ich nicht sagen, aber so heißt es halt in Octave oder in MATLAB, Funktionen zu definieren, gibt es eine Funktion, die nennt sich Square. So schreibt man es natürlich. So, und dann sagt das, Square haben wir hier noch nicht. Wir sollen mal Package Load Signal machen, um diese Funktion zu laden. Also machen wir das mal. Package Load Signal. Und dann lädt er das und dann gibt es diese Funktion auf einmal und die kriegt halt Zeiten und dann steht hier, die hat eine 2π-Periodizität und die kriegt ein Duty Cycle, ein sogenanntes Tastverhältnis und das Tastverhältnis gibt an, welchen Anteil der Zeit der Puls an ist und welchen Anteil der Zeit der Puls aus ist und dann erzeugt das so eine Rechteckfunktion in den Grenzen von minus 1 bis plus 1. Und dann sieht man hier unten schon, das soll so ähnlich funktionieren wie Sinus und Cosinus, eben wegen dieser 2π-Periodizität. Und es gibt noch dann
Sawtooth eine Sägezahnfunktion, die baut uns sowas, was wir hier unten brauchen, Dreieckfunktion. Aber wir bleiben erstmal bei der hier oben, bei B. Also, Square. Square ist jetzt das Zauberwort. Square. Und um die 2π-Periodizität hinzubekommen, brauchen wir oben noch ein Omega, eine Kreisfrequenz. Also können wir uns erstmal aus der Periodendauer eine Frequenz ausrechnen. Das ist die Frequenz in Hertz. Und aus der Frequenz kriegen wir 2 mal π mal f, kriegen wir eine Kreisfrequenz Omega. Die brauchen wir jetzt hier unten. So wie Sinus Omega t brauchen wir jetzt Square von Omega mal t. Das macht eben eine Rechteckpulsfolge zwischen minus 1 und plus 1. Und wenn wir die wieder genauso wie hier oben diese ganzen Einsen mit U-Spitze multiplizieren, dann kommt da diese Rechteckpulsfolge raus, die nicht zwischen minus 1 und plus 1, sondern zwischen minus U-Spitze und plus U-Spitze läuft. So, ich kommentiere mal A aus, dann habe ich nicht so viele Plots. Wieder mit Steuerung R und lasse das mal durchlaufen. Und dann sieht man, ein bisschen schwierig, aber das funktioniert. Hier haben wir den Wert 10 Volt, die blaue Kurve liegt hier so ein bisschen drüber. Dann springt das runter auf minus 10 Volt, geht hoch, geht runter. Ich passe vielleicht mal in den Plot, ich hoffe, dass ich das hier auf die Schnelle hinbekomme, die Achsengrenzen der Y-Achse so ein bisschen an und nehme mal minus 1,2 und plus 1,2 mal U-Spitze, dass der Bereich, der angezeigt wird, einfach ein bisschen größer wird. Gucken, ob das funktioniert. Das scheint zu passen. Ja, jetzt sieht man die Funktion hier ein bisschen besser. Also 10 Volt minus 10 Volt, das funktioniert. Mittelwert davon sollte wieder 0 sein. Effektivwert sollte 10 Volt sein. Können wir nachschauen. Passt. Mittelwert ist nahe 0. Effektivwert ist 10 Volt. Okay, das war Aufgabenteil B. Es geht weiter mit Aufgabenteil C. Ich kommentiere erstmal C aus. Mit Steuerung Umschalt R auf der Tastatur lösche diesen Teil mit der punktweisen Definition weg. Und jetzt kann man natürlich sich überlegen, um von dem, wenn man den Verlauf bei B schon hat, wie kriegt man den von C hin? Wir nehmen einfach den von B und schieben den um U-Spitze nach oben, um U-Dach nach oben. Dann geht das ja nicht von minus U-Dach bis plus U-Dach, sondern von 0 bis 2 U-Dach. Also kann ich einfach die Funktion hier von B nehmen, die kopieren und einfach nochmal plus U-Spitze rechnen. So könnte man das aufschreiben oder vielleicht ein bisschen kürzer wäre das U-Spitze ausklammern und sagen, wir müssen U-Spitze mal diese Square-Funktion plus 1 rechnen. Probiere ich gleich aus. Ich kommentiere mal Teil B aus und lasse C laufen. Und sehe, hier müsste ich auch mal wieder die Achsengrenzen ein bisschen anpassen. Also, damit man das besser sieht. Vielleicht von minus 0,2 bis 2,2 U-Spitze nochmal durchlaufen lassen. Okay, das passt. Ne? Wir starten mit 20 Volt, springen runter auf 0 Volt und nach einer Periode wiederholt sich der Verlauf. Der Mittelwert hier sollten wieder 10 Volt sein. Der Effektivwert, schon ein paar Mal erklärt, 14,14 Wurzel von 200, weil, naja, okay, schon ein paar Mal erklärt, kommt raus, funktioniert. So, das war Aufgabenteil C. Jetzt kommt Aufgabenteil D. Aufgabenteil D ist so tatsächlich ein bisschen komplizierter. Hier muss man jetzt ein bisschen basteln und ein bisschen was ausprobieren. Ich kommentiere mal C aus und kommentiere D mit Steuerung Umschalt R wieder ein. Lösche mal diese punktweise Definition. Und was wir jetzt hier auf jeden Fall mal brauchen, ist so ein dreieckförmiger Anstieg. Und diesen dreieckförmigen Anstieg, den bekommen wir mit Sawtooth, mit dieser Sägezahnfunktion. Da kann man sich die Hilfe anschauen und stellt fest, die bekommt auch eine Zeit und so eine breite Width, die schauen wir uns gleich an, hat auch eine 2π-Periodizität.
Und dieses Width ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 1, die legt fest, wo entlang der Periodendauer das Maximum ist. Und standardmäßig ist das halt auf 0,5 gestellt. Das sollte jetzt für unseren Verlauf passen. Schauen wir uns das mal an. Also zurück in den Editor. Und ich nehme jetzt erstmal dieses Sawtooth, natürlich richtig geschrieben, von Omega mal T und plotte das erstmal, nur um zu sehen, wie das aussieht. So, das sieht so aus. Ah ja, okay, das ist nicht standardmäßig bei 0,5, so wie es aussieht. Ach so, aber wenn die Breite 0,5 ist, dann plottet das eine Dreieckfunktion, und wenn diese Breite nicht gegeben ist, dann nimmt es halt eine 1. Also das ist gerade die 1. Ja, wo ist das Plotfensterchen nochmal hin? Da ist das Plotfenster. 1 heißt halt, hier wäre 0, hier wäre 0,5, hier wäre 1. Bei 1 ist das Maximum dieser Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier Sawtooth 0,5 hinschreibe, dann kriegen wir so eine Dreieckfunktion hin. So, und jetzt soll die Dreieckfunktion aber nicht zwischen minus 1 und plus 1 verlaufen, sondern die soll halt schon bei 0 starten. Das heißt, ich müsste diese Dreieckfunktion erstmal nehmen und plus 1 rechnen. Wieder testen, dann startet die bei 0. Und hier an der Stelle t Viertel hat die schon mal den Wert 1, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da soll die jetzt aber nicht den Wert 1 haben, sondern die soll da U-Spitze haben, U-Dach haben. Also nehme ich doch diesen ganzen Spaß jetzt hier und packe den mal in Klammern und rechne den so wie hier oben wieder mal U-Spitze. Kopiere das da runter und plotte mir das wieder stückchenweise. Okay, jetzt haben wir eine Dreieckfunktion, die ist bei einem Viertel der Periodendauer bei U-Spitze. So, jetzt soll die aber hier aufhören, natürlich, und soll nicht weiterlaufen. Hier hinten soll die weg sein, die Dreieckfunktion. Ich brauche nur ein Viertel von der. So, und jetzt ist der Trick zu sagen, ich nehme die und multipliziere die, und diese Multiplikation muss elementweise passieren, weil das ist natürlich wieder ein Array, ein Datenfeld, ein Vektor. Den will ich jetzt elementweise multiplizieren. Und jetzt multipliziere ich den einfach mit sowas wie hier, ja, mit so einer Rechteckfunktion. Und nur wenn die Rechteckfunktion den Wert 1 hat, dann kriege ich das Dreieck hin. Und wenn die Rechteckfunktion den Wert 0 hat, dann ist die weg. So, also nehme ich jetzt das war ja sowas wie so eine Rechteckfunktion, die zwischen 0 und 2 war. Das heißt, die müsste ich eigentlich nochmal durch 2 teilen, damit die zwischen 0 und 1 liegt. Probieren wir es mal erstmal aus. Ja, so. Und dann sieht man, das passt schon mal. Jetzt habe ich halt genau die Hälfte von der Dreieckfunktion. Hier ist die Rechteckfunktion an. Hier hat die den Wert 1, deswegen kriege ich die volle Dreieckfunktion. Hier ist die Rechteckfunktion 0, deswegen schneidet die mir das Dreieck ab. Und dann wiederholt sich das periodisch. So, und jetzt muss ich nur noch von dieser Rechteckfunktion dieses Tastverhältnis anpassen. Das steht standardmäßig auf 50% auf der Hälfte. Das verschiebe ich jetzt einfach auf 25%. Also hier in die Rechteckfunktion muss 25% rein. Ich glaube, man gibt das dort direkt in Prozent an und nicht wie hier als Wert. Mal probieren wir mal aus, mal gucken, was passiert. Funktioniert. Ja, scheint in Prozent zu funktionieren. Das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen seltsam. Hier ist das in zwischen 0 und 1, hier ist es zwischen 0 und 100. Ja gut, haben sich halt ProgrammiererInnen ausgedacht, nicht ganz einheitlich dabei vorgegangen. Aber jetzt haben wir diesen ersten Teil hier vorne, den haben wir. So, jetzt brauchen wir noch den zweiten Teil. Und wie kriegen wir den zweiten Teil hin? Dafür nehmen wir einfach nochmal so eine Rechteckpulsfolge. Also nochmal das dazu, natürlich ohne dieses Mal. Also plus eine Rechteckpulsfolge. Die ist ja auch zwischen 0 und 1. Die müssten wir jetzt noch mal U-Spitze rechnen, damit die den Wert U-Spitze hat. Und die müsste jetzt noch die müsste noch Phasen verschoben werden. Also mit 25% Tastverhältnis ist die hier an. Und die müsste ich jetzt noch um ein Viertel der Periodendauer nach hier verschieben.
ja, um ein Viertel der Periode später nach rechts. Rechts heißt Minus. Also ich muss hier Minus rechnen beim Argument dieser Funktion. Und wie weit, naja, ein Viertel der Periodendauer, aber mit 2π Periodizität. Das heißt, hier sind Pi, hier sind 2π, hier ist Pi halbe. Und Pi halbe muss ich die verschieben. Und Pi halbe verschoben. Ehrlich gesagt, das ist jetzt natürlich hier ganz schön eine Frickelei. Das wird bei den nächsten Funktionen bei E noch schlimmer. F und G sind wieder einfach. Hier ist das eine ganz schöne Frickelei, das hinzubekommen wegen diesem, es ist halt mal Dreieck und mal Rechteck. Aber schauen wir mal. Das sollte jetzt funktionieren. Ich passe, damit man den Plot schöner sieht, auch hier nochmal die Achsengrenzen ein bisschen an. Hätte ich vielleicht in den vorherigen Videos auch schon machen können, von minus 0,2 bis 1,2 mal U-Spitze. Dann sieht man halt diesen Verlauf hier nochmal ein bisschen schöner. Wir starten bei 0, es geht hoch, es bleibt oben, es geht runter und es wiederholt sich periodisch. Und naja, Mittelwert und Effektivwert entspricht den Sachen, die in den vorherigen Videos natürlich schon ausgerechnet wurden. Weil wenn das in dem Diagramm der gleiche Verlauf ist, dann kommt da natürlich auch der gleiche Mittelwert und Effektivwert bei raus. So, das war Aufgabenteil D. Es geht weiter mit Aufgabenteil E. Und Aufgabenteil E ist hier echt der fieseste. Ich kommentiere D auf jeden Fall mal aus und kommentiere E mit Steuerungsumschalt R wieder ein. Lösche diese punktweise Definition, lösche diese Definition hier mit der Interpolation. Und jetzt ist auch wieder so die Idee, wir bauen uns erstmal diesen Dreieckverlauf, der hier noch diese Spitze hat. Das sollte relativ einfach möglich sein. Das haben wir schon mal gemacht. Also Sawtooth von Omega mal T mit dieser Periodizität. Und ja, ich plotte das erstmal wieder. Wir basteln uns das so stückchenweise zusammen. So, das war diese Dreieckfunktion. Wenn wir jetzt hier die 0,5 ranschreiben, dann kriegen wir dieses symmetrische Dreieck hin. So, und jetzt soll das ja, ja schon zwischen minus 1 und plus 1 laufen, aber das soll hier durch den konvergenten Ursprung gehen. Also wir müssen das um so weit nach hier verschieben. Das ist auch wieder eine ganze Periodendauer, das ist eine halbe Periodendauer, das ist eine Viertelperiodendauer. Viertelperiodendauer hatten wir gerade schon mal. Das war Pi halbe, jetzt muss ich aber plus Pi halbe rechnen, um das nach links zu verschieben. So, ausprobieren. Das scheint zu passen. Jetzt starten wir hier bei 0, bei Pi, bei T halbe haben wir wieder den Nulldurchgang und hier haben wir den nächsten Nulldurchgang und so, das passt. So, jetzt kann man sich überlegen, soll das bei einem Sechstel der Periodendauer den Wert U-Dach haben? Das heißt, den größten Wert, den wir hier oben hätten, wenn das hier weitergeht, das wäre 3 halbe U-Dach, 1,5 mal U-Dach. Also müssen wir das jetzt hier rechnen, mal 3 mal U-Spitze. Wir probieren das auch danach einfach aus. Durch 2. So, und dann sieht man, könnte funktionieren. Das ist hier ein Drittel, das ist ein Drittel, das ist ein Drittel. Bei einem Sechstel der Periodendauer haben wir dann genau die 10 Volt. So, jetzt müssen wir irgendwie diese Spitzen hier abschneiden. Das heißt, unsere Dreieckfunktion, die soll nur hier gelten und bis hier soll die gelten und ab hier soll die wieder gelten. So, das heißt, wir brauchen jetzt eine Rechteckfunktion. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Wir brauchen eine Rechteckfunktion, die muss 2/3 der Zeit an sein und 1/3 aus sein. Dann muss sie wieder 2/3 der Zeit an sein und 1/3 der Zeit aus sein. Also wir multiplizieren das jetzt mit einer Square-Funktion, die auch wieder von Omega mal T abhängt. Die 66,666, was auch immer, so viel Nachkommastellen brauchen wir nicht, Tastverhältnis hat. Die läuft zwischen 0 und 1, die müssen wir wieder plus 1 rechnen und durch 2, damit sie zwischen 0 und 1 läuft. Das sollte eine Klammer sein an der Stelle.
So, und jetzt muss die noch, jetzt würde die hier starten. Ja, nee, und dann muss die noch die muss noch die, oh Gott, die muss noch die doppelte Frequenz haben. Die muss ja zweimal, ist das richtig? Die muss zweimal an- und ausgehen. Die muss hier angehen, hier muss sie aus sein, hier muss sie angehen, hier muss sie aus sein. Ja, also die muss die doppelte Frequenz haben. Schauen wir erstmal, was dabei rauskommt. So, also jetzt sieht das komisch aus, aber man kann so ein bisschen sehen. Hier ist die Rechteckfunktion an, hier ist sie aus, hier ist sie wieder an, hier ist sie aus, hier ist sie wieder an und so weiter. So, und jetzt ist der Bereich, wo sie an ist, ist einfach falsch. Die müsste schon, hier geht sie aus, sie müsste aber schon hier ausgehen. Das heißt, sie müsste ein. Das ist ja die Periode von der, die müsste ein Drittel der Periode müsste die eher ausgehen. Wir müssen sie ein Drittel ihrer Periode nach links verschieben. So, ein Drittel der ganzen Periode ist 2 Pi, ein Drittel davon sind 2 Drittel Pi. Also muss hier plus 2 durch 3 mal Pi stehen, um ein Drittel der Periode. Vielleicht kann ich das auch so schreiben: 2 mal Pi, das ist die Periode, ein Drittel davon und plus verschiebt nach links. So, das sieht komisch aus, ist aber richtig. Ja, also wir kriegen hier den Dreieckanstieg, hier den Dreieckanstieg oder Abfall, hier den Dreieckanstieg, Abfall. So, und dazwischen schaltet uns jetzt diese Rechteckfunktion des Dreieck aus. Jetzt müssen wir nur noch diese Dinger da in der Mitte ergänzen. Und also das heißt, wir müssen hier am Ende wieder plus rechnen und brauchen nochmal im Endeffekt solche Square-Funktionen hier. Und die muss jetzt natürlich dann noch wieder mal U Spitze gerechnet werden. Mal U Spitze. Und die sollte natürlich, wenn man sich das jetzt anschaut, ich mache noch mal das Plotfenster auf, die sollte natürlich nur ein Drittel der Periode an sein. Auch wieder die doppelte Frequenz haben, Drittel der Periode an, und muss um ein Drittel der Periodendauer nach hinten verschoben sein. So, das kriegen wir jetzt eigentlich hin. Ein Drittel der Periodendauer nach hinten verschieben. Hieraus muss ein Minus werden und die muss, ups, 33, die Maus spielt mir einen Streich, 33,333% muss sie an sein. So, plotten. Und dann stellen wir fest, so richtig schlau war das jetzt nicht, weil wir da, jetzt schaltet das hier an und hier schaltet es aber aus. So, an der Stelle muss man jetzt so ein bisschen drüber nachdenken, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Funktion einmal das positiv anschaltet und einmal das negativ anschaltet. Naja, indem wir sie jetzt nochmal, also mit U Spitze multiplizieren, das macht uns den Wert und jetzt multiplizieren wir die halt einfach nochmal mit einer Square-Funktion, genauso wie wir das oben schon gemacht haben, die uns halt das Vorzeichen zusammenbastelt. Also einfach Square von Omega T. Ne, das ist jetzt die wir oben hatten. Hier bei B, die ist hier positiv und hier negativ, dann baut die uns das negative Vorzeichen hin. Das sollte eigentlich quick and dirty funktionieren. Noch ein Punkt dazwischen, dass das elementweise funktioniert, diese Multiplikation. So, das sieht gut aus. Es geht hoch, es geht runter. Ich ergänze mal in dem Plot, genau wie bei B, die Achsengrenzen ein bisschen schöner, dass man auch wirklich diese Funktion sieht. Und dann sieht man, das passt wunderbar. Das ist jetzt bei dir tatsächlich schon ein ganz schönes Gefrickel und Gebastel, bis das so aussieht, wie es so aussieht. Das Schöne wiederum ist, das steht jetzt halt alles in einer Zeile. Ja, und das funktioniert über eine Periode, über mehrere Perioden. Halt eine lange Funktionsgleichung, in der diese, ja, sozusagen, was wir vorher mit If-Abfragen mal gebaut haben, das steht jetzt in diesen Square-Funktionen drin. So, das war E. E war die komplizierteste. E war nicht wirklich toll auf diesem Lösungsweg.
Ich kommentiere E mal aus mit Steuerung R, mache weiter mit F, kommentiere das ein mit Steuerung Umschalt R, lösche den Teil weg, wo die punktweise Definition ist. Und hier wissen wir jetzt schon, wir brauchen die Sägezahnfunktion von Omega mal T. Und die muss wieder auf 0,5 gestellt werden, damit sie wirklich dreieckförmig ist. Dann sieht sie so aus. Sie muss wieder um eine Viertelperiodendauer nach hier verschoben werden. Das ging mit einem Plus Pi halbe. Dann sieht sie so aus. Jetzt hat sie den richtigen Verlauf schon. Sie muss einfach nur noch in Richtung der Spannungsachsen, Richtung der Y-Achse skaliert werden. Und das funktioniert mit einem mal U Spitze. Und damit kann man sie plotten und kann, haben wir es bei der vorherigen gar nicht angeschaut, Mittelwert und Effektivwert ausrechnen. Das sind natürlich die Werte, die vorher in den vorherigen Videos auch schon mal funktionierten. So, und das war F. F war wieder sehr einfach. Ich kommentiere F aus. Es geht weiter mit G. Steuerung Umschalt R kommentiert das ein. Diese punktweise Definition kann weg. Und wir brauchen hier natürlich auch wieder eine Sägezahnfunktion. Die kopiere ich mal von hier oben. Und mache aber erstmal, packe diese Phasenverschiebung weg und plotte das mal. Und dann sieht man, das sieht eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Das soll aber nicht bei minus 1 anfangen, sondern bei 0 anfangen und soll dann nicht auf 1 hochgehen, sondern auf U-Dach. Verschieben wir die Funktion vielleicht erstmal um 1 nach oben. Also hier plus 1 rangeschrieben. Verschiebt die Funktion um 1 nach oben. Sie startet bei 0 und sie endet bei 2. Sie soll aber nicht bei 2 enden, sondern bei U-Dach, bei U-Spitze. Also müssen wir diesen ganzen Spaß, diese Funktion durch 2 teilen und mal U-Spitze rechnen, um sie zu skalieren. Und plotten das nochmal zur Probe und dann sieht man, das passt. Die Funktion geht von 0 bis 10, geht wieder runter auf 0 bei einer Periodendauer und wiederholt sich periodisch. Der Mittelwert davon ist natürlich 5 wieder und der Effektivwert 10 durch Wurzel 3, wie schon in den vorherigen Videos besprochen. So, das ist Variante Nummer 3 in MATLAB oder in OCaPE. Will ich ausschließen, dass es noch mehrere schöne und schlaue Varianten gibt, solche Funktionen hier zu definieren, um dann von ihnen numerisch Mittelwert und Effektivwert auszurechnen.